Ein neuer Versuch. Bei dem Kampf hier in Outriders gegen, Escape funktioniert wieder nicht, gegen diese Viecher hier, die ja hier kommen und gegen diesen komischen Großen, der am Ende noch da ist und mich einfach komplett deletet. Jetzt mal ein bisschen in leichter, damit das mal hier ein bisschen vorangeht, würde ich sagen. Zack. Ja, da kommen sie. Ich krieg trotzdem nicht hin. Ja, vielleicht sollte ich auch nicht immer in diesen Bereichen drin stehen und mal Gegner killen. Ich meine, noch weiter runterstellen, weiß ich nicht. Das lief schon ganz gut, aber das ist halt... Oh, holy shit, ist das hart. Selbst auf Weltstufe 4. Ich glaube, ich bin einfach ab jetzt noch nicht dafür geeignet, vielleicht so hoch zu spielen. Ja, vielleicht wird mir das Tutorial nach beziehungsweise das Spiel nach ein paar Mal versuchen wieder anzeigen, so hey, wie wäre es Wettenstufe anpassen. Dann werde ich das wahrscheinlich auch wieder machen. Ich glaube, sonst kommen wir ja hier nie in Kampf vorbei. Okay, der ging diesmal ein bisschen schneller drauf, der eine Elite, aber das ist ja nicht der, der hart ist. Der hart ist, der kommt noch. Dann haben wir die Fliegeviecher hier mal alle ganz gut eliminiert. Da hinten ist er. Ja, du kannst doch die Wand und ich nicht, weil ich bin ja zu weit weg.
Ja, der macht das hier wieder irgendwie was. Ich muss auf seinen Balken achten. Wenn er ja irgendwas castet, dann muss ich mich breit machen, um auszuweichen. Ja, sowas halt, ne? Ich glaube, der ist tot, oder? Ne, der ist nicht ganz. Jetzt ist er tot! Hey, wir haben es geschafft! Okay, jetzt nicht. Nur nicht hier übermütig werden. Dann immer noch an diesen kleinen Viechern sterben. Nicht so hart ab. Ja, die gut. Straße ist frei. Was jetzt? Das ist der Weg in den Steinbruch. Du musst irgendwie das Tor aufkriegen. Mach ich. Ja. Erstmal hier schöne Flagge setzen. Okay, Leute. Aber damit können wir ja auch wieder auf Weltenstufe 5 upgraden, ne? So. Dazu muss ich natürlich sagen, ich habe diesen Moloch, ne? Den habe ich auch auf Weltenstufe 5 bekämpft und geschafft. Also, Weltenstufe 5 ist nicht ganz unmöglich. Was soll denn hier? Automatische Schrotflinte, Schrot bis Schrotpatronen, Gedöns. Was haben wir hier? Ist das denn besser? Durchschnitt 18 von 20 ist halt, ne? Das glaube ich jetzt eher weniger. Achso, jetzt. Was ist denn jetzt? Es gibt hier wieder Musik. Ich komme doch gleich wieder so ein Gebiet, wo ich kämpfen muss, oder? Ja, hallo! Okay, hier. Ihr seid irgendwie andere Viecher, ne? Leute, so ein bisschen nur roadlicher. Gut, gut. Dann. Das ist super.
Essen! Oh, und ich, das ist wieder die normale. Und dann gibt es halt jetzt rotleuchtende. Da diese Viecher, die scheinbar ein bisschen krasser sind. Zumindest halten die ein bisschen mehr aus. Die kann man nicht so Diablo-like einfach so umgehen. Also, außer man hat natürlich Feuermuni gerade aktiv. Kommt hier von da oben, okay. Klonk. Die Explosion ist schon ganz geil. Bunker freigeräumt. Steuerung gefunden. Endlich. Jakob, du kannst losfahren. Ah, okay. Das ist ein neues Lager. Lebt wohl, ihr Wichser! Du willst zu Fuß durchs Minenfeld zurück? Besser als euer kleiner Ausflug. Viel Spaß noch beim Sterben. Ich hab's. Der Steinbruch. Ich weiß jetzt, wie wir lebend durchkommen. Wir müssen den Truck etwas modifizieren. Du lässt die Finger vom Truck. Wir müssen den Innenraum versiegeln. Mit Lithiumperchlorat, um Sauerstoff zu erzeugen. Mit Eisenpulver und Lithiumhydroxid, um CO2 zu binden. Klartext, bitte. Der Truck wird sein wie eine Blase. Drin sind wir sicher, solange wir Lithium haben, um Sauerstoff zu erzeugen. Das verschafft uns Zeit, um die Quelle des Signals zu ordnen. Soll ich das Lithium vielleicht aus meinem Scheißarsch zaubern, wenn der Vorrat ausgeht? Ich komme auch ohne blöde Sprüche klar. Die einzige Lithiumquelle auf Enoch sind alte Batterien von der Erde. Die meisten wurden schon vor langer Zeit ausgeschlachtet. Aber das Tagebaugebiet war jahrelang unzugänglich. Und hier liegen bestimmt noch welche rum. Es ist ganz einfach. Finden wir die Akkus, überleben wir. Wird ja immer besser. Kommt schon. Ja, komm, das kriegen wir hin. Da wird mindestens ein Akku da sein, ne? Expedition, neue Mission. Da haben wir doch schon die ganze Zeit hier gehabt. Eine Mission freigeschaltet. Irgendeine Reitermission für Erde. Ja, Eine Reitermission? M für Map und Mission. Es gibt keine Reitermission. Aber wir haben ganz viel Stuff hier zum. Sieht aus so ein bisschen wie Gandalf. Ganz viele Sachen. Die muss noch nicht angeguckt haben. Kriegszonen. Tiere? Achso, das sind Tiere. Das sind alles mutierte Viecher. Also hier mutierte, na komm, hier Menschen, dachte ich immer. Die sind hart mutiert, aber naja. Wahrscheinlich eher die Veränderten hier, ne? Das sind dann wahrscheinlich eher die. Die ganzen, ne? Und es scheinen noch ein paar Veränderte zu geben, auf die wir treffen.
Ja, wir haben ja nur drei gerade getroffen und das ist hier dieser eine Kultist da gewesen, der, ne? Spielersuche, ja. Fuck off, ich gehe da jetzt rein. Sag mir genau, wonach ich suche. Du suchst alte Akkus. Die sind in Kondensatoren, Motoren, Bergbauausrüstung, alter, ausgebrannter Elektronik. Drei Akkus dürften reichen, hoffe ich. Drei Akkus. Saidi sagte, du kennst Jakob seit der Erde. Wie war er denn damals so? Ruppig war er schon immer, wenn du das meinst. Das waren finstere Zeiten damals auf der Erde. Haben uns allen das Mitgefühl ausgetrieben. Und nach all dem, ausgerechnet hier zu landen, das hat auch nicht gerade geholfen. Entschuldigt nicht den Mist, den er gebaut hat. Das nicht. Aber es könnte so einiges erklären. Ich muss mal modifizieren ein bisschen, ne? So, wir haben noch hier... okay. Schüssel stellen dein Leben wieder her. Und T-Shot stellen Verbündete im Umkreis von 5 Metern. Ja, gut, Verbündeten, ne? Das ist, glaube ich, mehr so ein Multiplayer-Mod. Da ich im Multiplayer nicht spiele und die Waffe wird wahrscheinlich nochmal ausgetauscht. Ja, brauche ich das nicht. Ich mach mal den Mod hier drauf. So, das können wir nicht. Attribute, ja, machen wir mal hier so, zack. Stufenaufstieg. Und... auch nochmal Stufenaufstieg. Stimme bei dem. Ah, shit, kein Sturmaufstieg möglich. Dann erhöhen wir hier nochmal ein bisschen die Anomaliekraft. Ah, nee, das wollen wir nicht. Ah ja, da haben wir noch Ausrüstung im Inventar. So, dann machen wir mal so. Und dann gucken wir nochmal. Nur um dann zu sehen, dass wir wahrscheinlich... nein, keine bessere. Okay. Wäre schon ein bisschen doof, wenn wir dann unsere Ausrüstung modifizieren, aber wir haben im Inventar eh was besser ist. Dann ist natürlich immer ganz ungünstig. Sieht aus 19 von 20. Durchschnitt. Das. Nebenquests. Wahrnehmen, weiß ich nicht. Wobei. Du brauchst nur eins zu tun und nicht mal das kriegst du hin. Na, das wird interessant. Bin dabei. Ja, wir können die Nebenquests eigentlich mal machen. Ja, ich kann mal gucken. Klar, alles andere ist schief gegangen. Warum nicht auch noch das? Warum habe ich denn hier das Erbe des Outriders? Habe ich hier irgendwie noch? Ach ja, Steinbruch. Stimmt, Erbe des Outriders. Und da wusste ich nicht, wo wir hin mussten mit dieser Quest. Aber jetzt sind wir hier wieder im Steinbruch. Und da... okay. Vielleicht machen wir die Quest des Erbe des Outriders mal weiter. Beim nächsten Mal. Warum eigentlich nicht? So, und deine Nebenquest will ich auch noch haben. Bist du echt? Glaub schon. Wie lange bist du schon hier? Tage, Wochen, weiß nicht mehr. Die scheiß Rebellen haben alle Bergleute ermordet.
Dabei waren wir doch neutral hier unten. Ich konnte mich verstecken, aber die Dreckskerle trieben alle zusammen und schlitzten ihnen die Kehlen auf wie Vieh. Ich hatte einen Plan, einen verdammten Plan. Sprengstoff im Aufzugsschacht. Du begräbst sie da unten, lebendig. Ja, aber es funktioniert nicht. Die Leitung, sie ist unterbrochen. Reparierst du sie mir? Na doch. Ich repariere sie. Halt durch. Aber erst. Dich in die Länge. Ich will, dass diese scheiß Rebellen kriegen, was sie verdienen. Aber erst, wenn ich Erbe des Outriders geschafft habe. Was wir als nächstes erstmal wieder angehen werden. Ich will mich schon mal da so ein bisschen hinbewegen. Jede Hauptmission verfolgen. Ja, nee, ich mache jetzt erstmal hier ein wenig Nebensächliches. Notizen. Interessant. Oh, hier wird gekämpft, ne? Wie weit müssen wir denn noch gehen? Ein bisschen. Ja, dann mache ich hier erstmal Pause. Und dann kämpfen wir in der nächsten Folge erstmal. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.